Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge PC Building Simulator. Vielen, vielen Dank erstmal für die ganzen Daumen nach oben. Für es haben echt viele Leute gesehen. Über 4000 Aufrufe, glaube ich, mittlerweile die erste Folge. Und ja, ich fand es wirklich super. Dankeschön. Also wirklich vielen, vielen Dank. Ich habe nämlich Bock auf das Game und das heißt, wir können Easy Peasy Lemon Squeezy weitermachen. So, die nächsten Aufträge stehen nämlich schon an und wir müssen mal ganz kurz schauen, welche Aufträge wir aktuell am Start haben. Okay, Install Motoni Easy Store. Genau, die Festplatte, die soll da rein. So, das heißt, wir müssen das Teil hier erstmal abbauen. Ich bin mir allerdings nicht sicher. Moment mal, die Festplatte sind ja... Open Drive Bay. Install. Warte mal, Memory. Storage. Nee. Warte mal, wie kriegt man die Festplatte jetzt hier ein? Aber... wir könnten uns ja mal ein bisschen Platz hier machen, oder? Okay. Ah. Wir machen mal das Side-Panel noch ab. Komm. Wir wollen es ja ordentlich machen, ne? Wir sind ja, ne, hier die Computerspezies. Bam, Bitch. Da ist die Festplatte. Ich geh kaputt. Aber jetzt brauchen wir ja... noch Kabel. Warte mal, die müssen ja eigentlich... Boah, das ist natürlich jetzt... das ist natürlich harter Tobak. Jetzt brauchen wir noch Kabel. Open Drive Bay. Scheiße. Warte mal, oh Gott, was ist denn los? Power Supplies, Cases, Cooling Tools. Jetzt ist natürlich die Frage. Nee, 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 nee. Storage. Gibt's denn die Kabel überhaupt? Grafikkarten? Prozessoren, Motherboards, Cases. Autoconnect-Tool. Okay. Wie schließe ich das denn jetzt da an? Das ist ja vielleicht mal doof. Oder soll die raus? Ach so. Alles klar, gut. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte... okay, sorry, ich dachte wirklich, dass wir die Kabel noch brauchen. Okay, wir brauchen die Kabel noch anschauen. Okay, sorry, das wusste ich nicht. Wissen wir auf jeden Fall fürs nächste Mal. So, nichtsdestotrotz müssen wir... das gute Stück natürlich mal anschalten und mal gucken, ob er funktioniert. So, warte mal, hier unten sind die Festplatten dran. Das sind die SATA. Steckplätze. Ja, ist die Festplatte da? PC Game Boot. Okay, passt. Also, er hat gebootet. Perfekt. Das heißt, wir können natürlich wieder zusammenbauen. Okay, super.
Boah, ich muss erstmal hier. Leute, nimmt es nicht übel, ne? Aber ich muss mich jetzt hier erstmal ein bisschen reinfuchsen, ne? Aber das ist. Boah, das ist super geil gemacht. Ich mag das Spiel. Auch wenn, ihr habt mir geschrieben, dass hier. Wie hieß der? Hardware. Oh shit. Hardware. Wow. Hardware Red oder wie der sich nennt. Hat das wohl nicht so gut bewertet. Wegen mir. Ist mir auch wurscht. So, wir haben einmal gebootet. Das passt. Ich find's gut. Also ich find's wirklich gut. Okay. So, dann schaffen wir den raus. Und können den verschicken. Und können unsere Kohle kassieren. Piepen, Alter, wie geil. Das ist ja wohl der Hammer. So, die können wir aber dann auch löschen. I've given my dog, my PC engine needs a lot of... currently got 2 gig and... warte mal. Give my daughter my PC, she needs a lot of RAM. She says she needs... Also sie will 16 GB RAM. If currently got... Sie hat aktuell 2 GB und 4 RAM-Slots. Okay, also brauchen wir 4 mal 4 GB oder 2 8er. Ich weiß nicht, ob das geht. Das nehmen wir auf jeden Fall an. So, was können wir hier noch machen? I'm not very good in computers. Bla bla bla. Replace air cooler, clean out. Moment. My graphic card has... GeForce GTX 79. Mach mal. Grafikkarte. GeForce. Moment. FK GeForce GTX 970 oder besser. Steht nicht da, was die kosten. Ach doch, steht da. 1050. 1050. 79 Gamer, ne? Aber es gibt gar keine 79. Doch. GTX 79 Gamer. Wollt ihr jetzt Gamer oder Gamer XL? Gamer. Der will die Gamer. Also die. 265? Warte mal. 4 G oder besser. Was hatten die 1050 Ti Gaming? Die ist doch besser. Memory Frequenz 1752, 1753. Jetzt weiß ich nicht, ob die sich da dran aufhängt. Die Kurvefrequenz ist von der 1050, die ist einfach viel billiger. Von der 1050 stärker. Gramm ist der gleiche. Memory Frequenz. Ja, jetzt ist die Frage, ist sie besser oder ist sie nicht? Das, die eine Herzzahl hier, die stört mich. Wo ist sie? Hier. Damn it. Ja, das heißt, warum müssen wir die nehmen? Einmal ein Einkaufswagen. Und was wollte der andere? RAM. Memory. 4 GB. Ich überlege gerade, wollen wir tatsächlich... ich überlege gerade, sie hat 4 RAM-Slots. Müssen wir die alle 4 benutzen? Ist ja auch wieder die Sache. Können wir auch 2x8 GB stecken? Aber es ist egal. 2x8 GB ist egal. Kostet das gleiche. Okay, dann nehmen wir den hier unten, den einfachen. 1, 2, 3, 4. 455, wir können es uns nicht leisten. Damn it. Shit. Shit. Wir können jetzt Minus. Okay, hier. Hier, Megacore. We know that life doesn't always run smoothly, so we provide a free overdraft for all.
Ich glaube, wir können 1000, ja, die Bank, wir können 1000 ins Minus. Sehr gut. Passt doch. So, was will der jetzt noch? Wie per Air-Cooler. Nehmen wir auch an. Wir nehmen alle Aufträge an und beenden erstmal den Tag. Easy, Mann. So. Okay. End Day. Das kommt jetzt alles. Unser Rahmen, unsere Grafikkarte. Dann die drei Computer. Okay, super. Super. So, welchen haben wir hier? Das ist das mit dem RAM. Den nehmen wir mal als erstes. Das dürfte relativ easy sein. Oh, richtiger Gaming-PC, ey. Nice. So, na komm, dann bauen wir erstmal ab hier. Den Schmadderadatsch. Wo ist der RAM? Wir nehmen den Riegel mal raus. Und installieren erstmal die vier. Okay. Moment, machen wir erstmal alle Dings auf. 4 GB. Und installieren erstmal die 16 GB, 4 Riegel. Okay, und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch booten. Okay, super. Ich finde es auch cool, dass man einfach so auf Kabel umschalten muss. Dass es halt einfach passt. Das ist halt irgendwie nice. Der leuchtet sogar. So, der bootet schon mal. Wie sieht's aus? Sehr gut. Machen wir Seitentür wieder drauf. Oh, ohne Schrauben. Das ist geil. Und dann ist das gute Stück schon wieder fertig. So, vorher müssen wir natürlich runterfahren. Und Kabel wieder alle ab. Das war leicht verdientes Geld. Das war wirklich leicht verdientes Geld. Oder wir sind ein bisschen besser geworden. Das kann natürlich auch sein. Fakt ist, der kann schon mal wieder weg. So, und wir können die Kohle kassieren. Bam, sind wir schon wieder 300. Oh, wir sind Level up. Reach Level 2. Ach, okay. Da schalten wir, da schalten wir noch mehrere Teile frei. Level 3, Racing Quad. Am DM4, Siegel Barracuda. Nice, Leute. Coole Sache. Hat er Bock, der PC? From you 6 months ago, from Tim. And it's been, oh Gott. To anything, there's no thermal paste. What kind of Mickey Mouse business are you running? I demand you fix for free in this time. Ja, komm. Müssen wir mal machen. Hat er unser Dings verkackt? Hat unser Dings verkackt. So, den haben wir erfüllt. Und jetzt schauen wir uns mal ganz kurz an. Oh, was ist denn hier los? Hallo, Feline. Ey, guckst du den Papa nicht mal an? Warum hältst du dir die Ohren zu? Die Mama so laut Musik gehört im Auto. Was ist denn los? Sind die echt? Sind die echt? Warum? Nein. Sind noch keine Löcher am Ohr. Ist alles gut? Siehst ganz hübsch aus. So, warte, ich bin dann gleich fertig hier. Ich mache erstmal weiter, ne? So, ich komme dann gleich. Okay. Also, der möchte eine neue Grafikkarte hier.
Kriegt er natürlich. So, dann müssen wir erstmal die alte Insta. Ah, okay. Der hat eine drin, die ist wahrscheinlich kaputt. Jetzt wäre noch wichtig, Broken. Ah, ja. Okay, die können wir jetzt für 8 Dollar verkaufen. Jetzt wäre natürlich noch wichtig, kann man die vielleicht auch reparieren? Aber ich glaube, das sind so Sachen, die kann man nicht reparieren, oder? Okay, ich weiß auch, ganz ehrlich, muss jetzt mal, ich weiß auch nicht, ob ich immer alle Kabel dran machen muss. Brauchen ja eigentlich, brauchen wir ja gar nicht alle, oder? Wisst ihr was? Ich glaube, das habe ich so klasse gemacht. Den kann ich schon wieder zusammenschrauben. Der funktioniert sowieso. So. Das Ding läuft schon mal. Woo! Alter. Ey. Easy going. Aber ganz ehrlich. Oh. Die Stecker ziehen sich auch von alleine ab. Das ist ja gut. So. Aircooler. Okay, den Aircooler und den Staub sollen wir rausmachen. Aber das war mal. Oh, der sieht ja stylisch aus. Ein bisschen dreckig ist er. So, jetzt kassieren wir aber erstmal noch unsere Kohle. Und bam, baby, ey. Das war richtig gut. Help quickly. In 2 Tagen. Ja, dann. Schick gleich her das Ding. Wir nehmen alles an. Ey, wir werden richtig. Ich sag's euch, wir werden hier berühmt, wenn wir werden. Level 8. Oh, Level 3 kriegt man einen neuen Arbeitsplatz. Eine Second Workbench. Was ist das? PC Storage kaputt. Level 6. Okay, schauen wir mal. Wird noch interessant, Freunde. Wird noch interessant. Danke fürs Zuschauen. Lasst auf jeden Fall wieder das Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich auf die nächste Folge schon. Die kommt nämlich morgen. Wünsche euch ein wunderschönes Osterfest morgen. Euch und eurer Familie. Genießt den Tag. Und ja, danke für die ganze Unterstützung, Leute. Bis dahin. Tschüss. Euer Manus.